So, nächste Folge zu Let's Play Division. Willkommen zurück. Hier können Leute schweben. Wow. Also, das ist neu. Ey, wow. Und der hier auch. Der kann fliegen. Ja, hier heben Leute förmlich ab. Na gut. Ja, wie gesagt, erstmal hier Nachschublieferung wieder sichern. Hatten wir. Nee, wirklich ehrlich, also ich weiß jetzt nicht, was ist denn das hier? Oh! Können Sie nicht auf was anderes zielen? Was ist mit euch nicht in Ordnung? Ja, genau, alles klar. Wir gehen einfach mal weiter. Also, ey, Sachen gibt's hier nur, das passiert nur in Amerika. Genau genommen hier in Manhattan natürlich. Ja, ich weiß, das ist ein Feature, andere nennen das natürlich auch Bug, das sind dann halt diese Pessimisten-Gamer. Was hier so alles für Phänomene passieren kann. Aber gut, jetzt erstmal zum Sachverhalt. Die Nachschublieferung sollen wir jetzt erstmal sichern. Und da fangen wir mit den beiden an. Hatten das alle? Ja, waren alle. Ja, wie gesagt, Nachschublieferung sichern. Und dann. Warnung, Eintreffen der Gegner. Oh. Vielleicht sollte ich mir Deckung suchen. Ware wird beschossen. Nicht zu Dauerfeuer machen. So ist besser. Ja, ich werde mir nochmal schnell das schnappen. Dankeschön. So, ja, wie gesagt, die Nachschublieferung sichern und dazu müssen wir halt wissen, wo die ganzen Leute sind. Ja, ist mir bewusst. Keine Sorge, ich kümmere mich schon drum. Kuckuck. Kuckuck. Tut's dir nicht, weil du bist gleich tot. Genau. Warte. Jetzt. Gut. Danke. Jetzt müssen wir nach oben. Zum Glück haben wir unser Schnellschießer. Was? Warnung, Ware wird beschossen. Immer noch hier? Ne, wir müssen da nach oben, oder? Warum wird mir das jetzt nicht angezeigt hier? Ach, jetzt auf einmal. Okay, Leute, was ist jetzt hier los? Ist mein Spiel verbuggt oder so? Komm jetzt da hoch. Warnung, Eintreffen der Gegner. Merde. Springen wir jetzt hier runter. Komm. Zieh durch. Genau. Tut weh. Alles klar. Wisst ihr Bescheid? Runter hier. Ja, das tut genauso weh. Nimm den Riegel und dann ist gut. So. Ja, folgendes. Diese Mission hier ist doch ein bisschen kritischer, als ich dachte. Du haust mal ab. Du haust mal ab. Und du haust mal. Du haust mal. Du haust mal ab. Manchmal frage ich mich, ob sich dieser Kampf überhaupt lohnt. Die Entropie ist unvermeidlich. Ergibt es da einen Sinn, gegen sie anzukämpfen? Denken Sie darüber nach, Agent. Ja, gibt es. Lange genug darüber nachgedacht.
Meine Fresse, die machen hier mal eine Szene draus. So, aber wir haben jetzt die Aufgabe hier erledigt. Jetzt können wir. Wo sind wir überhaupt? Da müssen wir doch hin. Agent, ich sehe, was Sie hier getan haben. Und sage mir. Oh, jetzt habe ich es weggeklickt. Entschuldigung, ich wollte nur nachladen, aber meine Waffe ist sowieso voll. So. Agent, ich sehe, was Sie hier getan haben. Und sage mir, wir leben noch. Wir machen weiter. Wir halten durch. Oh, ich habe etwas für Sie. Hoffentlich nützt es Ihnen. Das hoffe ich jetzt mal auch. Nee, wie ihr sagt, also. Jetzt haben wir ja den Times Square erstmal gesichert. Glücklicherweise. Also haben wir es jetzt endlich mal geschafft. Natürlich, waren wir hier in diesem Bezug jetzt total OP, aber pff, meine, wir haben ja gut gelevelt. Ist wieder ein Level dazu gekriegt. Hey, ich hab, was Sie brauchen. Gleich. So, okay. Hier erstmal Bericht an JTF. Sie haben getan, worum wir Sie gebeten haben. Und wenn man eine Person bewertet, dann zählen in diesen Zeiten Taten mehr als Worte. Ich kann deshalb mit Fug und Recht sagen, dass Ihre Taten etwas bewirkt haben. Aha. Kann ich nicht sagen. Aber ich danke Ihnen jedenfalls. Ah, der ist nicht so. Nö. Na gut, so, Ausstattung. Ach nee, ihr habt ja bloß die Handschuhe. Und die sind teuer. Aber wir können ja mal was verkaufen. Zum Beispiel hier sowas, 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 sowas. Ja, sowas, 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 sowas. Und das hier. So. Danke. So, alles klar. Dann nochmal kurz aufmonitronieren. Jetzt haben wir wieder 100 Schuss für unsere Content. Nee, Covert hieß das Ding, genau. Und wir schauen einfach mal weiter. Was können wir jetzt eigentlich machen? Wir haben jetzt hier schon wieder einen Nebeneinsatz hier komplett fertig. Hier gibt's noch was. Nee, da können wir gleich mal zum Safe House rüber. Reisen macht sich wahrscheinlich besser. So, okay. So wie der jetzt erstmal da unter Ofen. Nochmal, ist schon spät, ich weiß. So wie der jetzt erstmal unterwegs ist, werde ich mal kurz. Über was kann ich jetzt sprechen am besten? Kennt ihr das? Ihr müsst was erzählen, damit ihr hier die Zeit rumkriegt und so. Und gut, perfekt, passt. Läuft. Nein, natürlich, mir ist jetzt gerade einfach mal kein Content eingefallen, weil ich das mal so diesbezüglich erzählen konnte. Aha. Oh, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Das war's? Mehr gibt's nicht? Dann gucken wir mal nochmal bei Waffenhändler. Da gibt es immer noch die L86 LSW, die ist aber meines Erachtens jetzt nicht so wichtig. Aha. Etwas über ein Achtel Chance, dass das Magazin aufgefüllt wird. Aber unsere Fähigkeitenstufe haben wir davon noch nicht erreicht. Was gibt es denn noch so? Eine RPK. Mit auch echt viel SPS. Na gut. Ja, okay. Bleibt mir alles übrig. Ich wollte sowieso nochmal zum Hauptquartier reisen. Also zur Operationsbasis. Und da mal gucken, ob ich denn nicht nochmal ein bisschen was so bekommen könnte. Blitzreise, dann rüber. Und jetzt fällt mir bestimmt was ein. Mit Firefly, also hier den Kasper. Firefly heißt er halt im Clan von World of Tanks. Der ist ja der Feldkommandant. Das wollte ich nämlich erzählen. Mit dem Firefly habe ich ja, wie gesagt, ein paar Missionen hier gemacht gehabt. So einige Missionen, sag ich mal. Und so einige Folgen mit ihm zusammen. Der war ja halt der Stufe 29 Oberpro-Meister hier. Und ja, wie gesagt, der ist halt aus dem Clan Damage, die ja halt hauptsächlich bei World of Tanks halt
tätig sind. Und World of Tanks war ja auch außerdem das erste Spiel, was ich auf meinem Kanal Let's Played habe. Weil für mich persönlich ist es die absolute Königsdisziplin, die ich aufzubringen habe. Es gibt kein Spiel, in dem ich besser bin. Außer vielleicht Schach, aber Schach ist, da bin ich wirklich nicht gut. Also, nee, Schach nicht. Also WoT ist hier meine absolute Königsdisziplin. Da bin ich wirklich gut drin. Ich bin zwar nicht von der Wertung her sonderlich gut, aber ich bin gut. Ich bin zu gebrauchen. Kann ich jetzt mal behaupten. Na gut, gucken wir mal hier beim Waffenhändler, was der so hat. Der hat eine Vector, eine Maschinenpistole. Im K17 Polizeiversion. Schade, dass man sich die Waffen nicht mal so angucken kann, um mal zu recherchieren, wie sich die Waffen dann so einwirken. Also, wie sie denn aussehen, so. Modhändler. Der hat auch wieder kein Scope, oder? Verbesserte offene Visierung, optimale Reichweite und Präzision wird erhöht. Passt auf die Scar L. Und dann haben wir hier noch ja, Stabilität und so. Nö, das ist mir nicht so wichtig. Es gibt, da gibt es hier nicht viel, schade. Toll, dass Sie die Notizen aus der Impostwohnung geholt haben. Hier gibt es aber nicht viel, außer vielleicht so Zivilisten und so. Hier ist ein Fernseher. Hier ist ein Kino. Was zur Hölle guckt ihr euch da an? Was für ein Quatsch. Ach du meine Güte. Gumminacken. Rubbernecks? War da Gumminacken, oder? So, gucken wir mal in der Fertigungsanlage. Hier gibt es ja neue Objekte. Angeblich. Wow. Wow. Eine SRSA1. Stufe 23. Da müssen wir auf jeden Fall eine Stufe gut machen und dann müssen wir noch Waffenteile und Werkzeug besorgen. Alter. 9643. Gucken wir mal, wie viel macht denn meine? Präzisionsziffer macht meine jetzt hier. Die macht auf jeden Fall mindestens mehr Schaden. Ja. Die SRSA1 und dennoch halt ein zufälliges Talent und Stufe 23, so ja. Also wir können das Ding nochmal noch eine Ecke weiter hochtrimmen. Dafür ist die Präzision nicht so gut, okay. Warum ist die Präzision nicht so gut? Die Nachladezeit ist weniger, die Stabilität ist leider auch weniger in dem Fall. Also die Nachladezeit, es geht schneller, aber dafür ist die Stabilität und die Präzision halt geringer. Die Präzision, boah, die leidet aber extrem, denn das ist wahrscheinlich auch wieder so ein Gerät, womit du dann halt One-Hits machen kannst. Ah, gut. Blaupause, doppelläufige Schrotflinte ist klar, das ist jetzt hier nicht so, unglaublich wichtig. Wir gucken mal bei dem Spezialhändler vorbei. Passen Sie auf sich auf. Keine Zeit. Machen Sie weiter so. Nachschub. Hier ist er ja. Von da sehen Sie doch nicht. Das Aussehen-Händler-Dingsbums. Tigerstreifen Neon. Das ist ein Skin. Ja, geil. Ja, wir können uns hier einen Skin holen. Das machen wir auch mal. Objekte kauft. Jetzt gucken wir mal, was das für ein Skin ist. Gucken wir mal, Tigerstreif für unsere Covered. Jetzt haben wir unseren ersten Skin. Ach so, den Skin. Ja, den kennen wir aber schon, oder? Den kennen wir schon. Den hat doch hier auch... ja, natürlich. Hier, Kaspar hat den Skin gehabt. Ja, machen wir mal ran hier. Tigerstreifen Neon Skin. Damit haben wir unsere allererste skinnte Waffe. Geil. Hat er noch irgendwas cooles hier so aus den Händler? Bommelbeanies? Nee. Weißt du, Doppeljacke?
Ja, dafür haben wir nicht viel noch Geld, würde ich jetzt mal behaupten. Ich hätte gern geholfen. Ist ja krass. Wie kann man sich... Ich hab meinen ersten Skin. Das ist doch wunderbar. Hier können wir nochmal einen verbesserten Leistungsmod halt plündern, okay. Ja, das ist ein Beschaffungsteam von uns. Hier ist nochmal... Hier können wir noch was für 400 holen. Also für 400 besorgen. Gucken wir nochmal schnell. Und das wäre denn halt der Büchsenmacher. Was macht der nochmal für einen Vorteil? Explosivgeschosse und Waffenschmied. Waffenteile! Ja, perfekt. Großartig. Jetzt, da dieses Zeug installiert ist, können wir endlich richtig arbeiten. Gut gemacht. Gut, alles klar. Wo ist das Ding jetzt? Hier ist der Waffenschmied. Perfekt, jetzt können wir Waffen recyceln und erneuern, Agent. Vielen Dank. Können wir hier schon was rausfischen? Ein Waffenteil. Ja, das passt mir eigentlich ganz gut. Behalten Sie einen klaren Kopf. Dann sieht los wieder. Ja. Hier ist Payload, die hat bestimmt auch noch ein bisschen was zu tun. Hier haben wir noch mal Waffen drin, wa? Genau, Waffen, die wir sowieso nie verwendet haben. Optimale Reichweite und... Achso, ja, hier sind die ganzen Visiere noch drauf. Ins Inventar schicken, ins Inventar schicken. Gucken wir mal, wie viel das einbringt. Ich bin auch hier. Ich habe eine riesen Auswahl. Das verkaufen wir mal. Bringt 748, ja. Und hier... Verkaufen wir auch. Gut. Alles klar. Denn... Gucken wir nochmal auf der Karte. Ich gucke noch auf der Zeit. Verdammt. Ist schon wieder so weit, dass ich hier Schluss machen muss. Schade eigentlich. Wir könnten jetzt hier in diesen Gebieten weitermachen, aber ich würde eher so anstreben, dass wir mal ein paar höherstufige Gebiete mal... in Angriff nehmen. Hier, 20 bis 23. Fangen wir mal bei diesen Gebieten einfach mal an. Ich reise schon mal hin. Wir sehen uns dann aber erst in der nächsten Folge wieder. Ich mache jetzt hier nämlich schon mal die Blitzreise an, damit ich hier diese verquatschen kann. Und ja, dann sehen wir auf jeden Fall. Machen wir mal den Kips Bay schon mal sicherer. Gut, von mir aus war's das denn erstmal. Lasst euch heute bis zum nächsten Mal. Und haut rein. Ja, wie gesagt, tschüss. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Unser erster Skin. Yay! Also, bis denn.